Ja, das letzte Auswahlwerkzeug, das ist hier die Vordergrundauswahl. Wenn ich das hier aktiviere, dann werde ich erstmal einen Bereich um dieses Objekt markieren. So habe ich jetzt hier schon mal die erste Maske und jetzt suche ich mir noch die Stellen raus. Also der zweite Klick, Maustaste gedrückt halten und hier fahre ich innen umher und zwar nur die Stellen, die ich in der entsprechenden Farbe markiert haben will. Hier passe ich also auf, dass ich nicht ins Grün reinkomme, weil sonst wird es auch noch entsprechend mit markiert. Wenn ich jetzt die Maustaste loslasse, dann sucht er automatisch nach dieser Farbe in diesem entsprechend vordefinierten Bereich. Enter-Taste und die Blüte ist hier markiert. So, und jetzt kann ich wieder das gleiche Spiel wie vorhin machen. Ich kann hier die Auswahl umdrehen. Ich kann dem Bild eine Transparenz zuweisen, Ebenentransparenz, Alpha-Kanal hinzufügen. Und wenn ich jetzt hier sage, bearbeiten, löschen, dann habe ich hier dieses Hintergrundbild gelöscht und die Blüte ist vollkommen freigestellt.